Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das dann so raus habe, wa? Morgen Abend muss ich dann mich dann für das eventuelle Gespräch am Dienstag vorbereiten. Ich bin ganz froh, dass ich dann noch ein bisschen rauskomme aus meiner Ecke hier. Also ich mag ja meinen Ort hier. Neuruppin mag ich ja. Ist idyllisch, ist schön, ist wunderbar. Aber ich bin auch mal froh, wenn ich raus bin. Berlin war ich mal froh, wenn ich wieder, wenn ich, wenn, auch wenn ich draußen war. Und ich fand es immer schade, wenn ich wieder zurück musste. Wegen dem ganzen Dreck und dem Lärm. Jetzt wohne ich ja nun wirklich an einem wunderschönen Ort hier. Und da, ich wollte ja nur wegziehen, wenn ich jetzt keine Familie mehr hätte. Also wenn meine Kleine zum Beispiel schon erwachsen wäre, würde ich wahrscheinlich hier wegziehen. Dann wahrscheinlich auch nach Ungarn oder sowas ähnliches. Dann würde ich hier wahrscheinlich gar nicht mehr in Deutschland bleiben. So, dann lass uns mal das Ding jetzt zumachen. Dann lass uns mal die letzte Straße noch hinbauen. Irgendwann, wenn ich fertig bin, mache ich das mal hier alles zombie-sicher und Creeper-sicher. Und dann, also zumindest von der Beleuchtung her. Creeper-sicher kann man ja kaum was machen, außer man hat Obsidian. Oder man hat immer eine Katze als Haustier bei. Aber die Katzen sind ja hier in Minecraft wild. Bringt dann ja auch nichts. So. Okay, na dann. Wollen wir mal. Jetzt geht es wieder etwas schneller. Erdarm auch da zum Ausbessern. Das passt mir auch ganz gut. 5, 6 Minuten mache ich noch. Da auch. Und jetzt geht es auch noch hier lang. Dann will ich, ach ja, ich werde am besten gleich erstmal das mit den Bodyline machen, mit der Firma. Weil ich mir da noch ein paar Ideen hole. Muss ich gucken, wo war ich denn das Heft? Ach Gottchen, ich habe das Heft irgendwo. Wenn nicht, muss ich ausdrucken. Ist auch nicht so schlimm. Morgen kann ich immer noch das Heft suchen. Dann werde ich erstmal meine Kleine in die Kita bringen morgen. Und von da, dann werde ich nochmal kurz nach Hause kommen, mich nochmal kurz fertig machen, dann das Auto schnappen, dann geht's nach Rheinsberg. Ich werde wahrscheinlich, wenn das Wetter schön ist, werde ich natürlich von Fundament und von den Ornament und was das da alles ist, noch meine Aufnahmen machen. Hinten beim Schloss war ich ja schon. Ja. Und dann muss ich mal gucken. Jetzt geht mir so ein bisschen die Puste aus. Ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt gleich durch bin. Weil ich bin, ja, ich bin ja auch ganz schön müde. Wir sind bestimmt heute an die 30.000 Schritte gelaufen, meine Tochter und ich. Das ist nicht ohne. Mit einem kleinen Kind. Viele Kinder, wie gesagt, viele Kleinkinder, die haben sich ja dann immer so ein bisschen. Aber die bewegen sich ja allgemein so wenig. Muss ich gucken. So. Dann hier.
So. Dann mache ich komplett hier so eine Stufe. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal den Zugang, wie ihr seht. Etwas dunkel, aber ist okay. Obwohl, bei mir ist es ziemlich hell. Bei euch ist es... Warum ist das so dunkel bei euch? Ich lege mich am besten mal schlafen, dann seht ihr auch mehr. Ach ja, gestern. Hier war doch so ein Lavasee darunter. Ich musste alles löschen. Und glaubt mir, dieser Lavasee, der hat einiges an Schaden angestellt. Ja, das ist jetzt quasi so eine kleine Ruine am Sportplatz. Ich kann auch sagen, ein ungepflegter Sportplatz. Würde sich wahrscheinlich besser anhören. Ist das Stadion höher als mein Haus? Das ist schon erstaunlich. So, dann lass uns mal eine Runde schlafen. Ich schnarche nebenbei immer noch mal rumkugeln. Wir haben die gestern gekauft. Hier in Brandenburg, also in Berlin, mal eine Rumkugel zu bekommen oder einen gedeckten Apfelkuchen. War ja wirklich eine Seltenheit. Vielleicht alle halbe Jahre mal beim Bäcker. Und hier kriegt man das ja regelmäßig. Auch, aber hier war jetzt auch ein paar Monate ja nicht. Ein paar Monate, da erzähle ich nur Müll. Ein paar Wochen jetzt ja nicht. Drei oder vier Wochen war jetzt keine Dings hier von dem. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir gleich zwei Stück geholt. So, dann kommt hier ein Zaun hin. Hammer. Ich kann das ja mal jetzt... Mann! So. Einmal umrunden. Ganz einfach, da kann ich einen Zaun drum machen, das würde dann noch besser aussehen. Kann ich das mit Beinen versetzen. Hier hinten ist auch noch ein Haus. Warte mal, wenn hier ein Haus ist, da kann ich ja das eigentlich hier dann noch rüber bauen, später. Alter, nehme ich auf den Sack. Die Straße dann hier rüber bauen und von da aus die Straße dann da. Ist aber jetzt erstmal Zukunftsgeschichte. So. Hier bleibt... Ich mache hier so mal. Okay. Na komm. Und jetzt geht es noch einmal drumherum. Wie gesagt, das wird ein Bein versetzt und dann sieht das auch ein bisschen realistischer aus. Genauso wie da hinten beim Stadion, was ihr gerade so seht, die abgeschnittene Kante. Mache ich genau das gleiche. Okay. Genau. Hier kommt ein Zaun, dann kommt einmal da, dann kann man einmal hier von hier bis da durchlaufen. Genau, hier kommen Beine. Hier kommen Beine dran, ans Haus. Oder ich mache hier einmal einen weißen Rand, genauso wie hier einmal einen weißen Rand. Und dann können da auch nochmal Beine dran. Und dann passt das auch einigermaßen. Hier werde ich jetzt keine Straße als Begradigung hinbauen. Da ist schon was. Jetzt muss ich, ich werde das mal hier vorne die Baustelle erstmal erledigen. So. Alter, geh mal, mach doch mal hier. Okay. Ich mache jetzt erstmal zu hier. Die Löcher. So, hier auch.